Peace, Leute, was geht ab? Kevin. Ich bin's, Marvin. Und heute werden wir nach dem Alphabet essen. Von A bis Z Lebensmittel. Ganz unterschiedliche. Genau, das ist die Challenge für heute, Leute. Mal gucken, ob es einfach ist oder ob es unmöglich ist. Ja, zum Beispiel X und Y können ein bisschen knifflig werden. Oh, ne? Das wird schwer. Auf jeden Fall. A und B haben wir schon mal gesaved, Leute. Wir haben hier Äpfel und Bananen. Um erstmal hier den Tag zu starten. Unser fittes Frühstück. Und wer anfängt, wir machen Stück für Stück. Der Gewinner muss anfangen und muss dann zum Beispiel mit A anfangen. Halt. Ja, und wir machen immer abwechselnd, zum Beispiel, du musst dann A essen, ich muss B essen und immer so weiter. Und Leute, jetzt schon mal fetten Daumen hoch für mehr 24-Stunden-Challenges. Boah, es ist gerade richtig krass am Regnen. Aber hat irgendwie Vibes, ne? Wenn jetzt der Regen prasselt. Der ist sehr, sehr gemütlich auf jeden Fall. Okay, dann machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Wer A und B bekommt, Schnick. Nee, warte, der Gewinner muss A nehmen. Okay, Gewinner muss A nehmen. Ja. Okay, Schnick, Schnack, Schnuck. Zack, okay, ich hab den Apfel. Du Äpfel, ich Banane? Yes. Lange keine Banane gehabt, feier ich. So, eine hübsche Banane erstmal abpflücken. Was nehmen wir hier? Einen knackigen Apfel. Ein bisschen abputzen. Genau. Ich hab das Glück, meine ist ja in der Schale drin. Ja. Oh, okay. Die ist so reif leider. Aber wusstet ihr, Bananen helfen bei Verstopfungen? Dr. Kelvin ist am Start. Erste Mahlzeit für heute. Ich bin euch hier. Nicht die reifste, aber. Fängt sehr gesund an, ne? Sehr gesund. Mal gucken, ob es so bleibt oder nicht. Mal gucken, ob es noch speckig wird. Okay, dann nächste Mission ist Buchstabe C. Und D, ne? Wir machen immer nach der Reihenfolge, das heißt einer C. C passt perfekt zu Cappuccino. Ja, Mann, einen schönen heißen schaumigen Cappuccino können wir trinken. Wie es gehört. Ja, und dann gucken wir, was es noch so dazu gibt. Vielleicht ein paar Leckereien. Bei der Aral. Muss eh tanken. Ab zu Aral, würde ich sagen. Kommen wir zum Cappuccino, vielleicht dazu ein paar Snacks, ein paar leckere, so ein Donut oder so. Dann kommt ja D. Mal gucken, was wird, Leute. Wir sehen uns gleich. Oh mein Gott. Leute, wir haben was mit Y gefunden. Joghurt Gums. Endlich Y, Alter. Y ist abgedeckt. Wir brauchen noch X. X brauchen wir noch, ne? Ja. Wir suchen mal. Guck mal hier, diese Fanta. Ist einfach grün. Wir sagen, für F nehmen wir die mit. Und die kennen wir noch nicht mal. Ja, Mann. Nice. F. Gerade am Tanken und mal gucken. Oh, da, Leute, seht ihr schon den Kaffee bzw. Cappuccino? Der wird jetzt gegönnt. Vielleicht findest du noch einen Donut oder so. Ja, Mann. Guck mal. Ja. Donut, geil, das ist der Kaffee und Donut. Ja, guck mal, was du noch findest zum Essen. Auf jeden Fall, guck mal, Bestes. Oh, das sieht doch lecker aus hier. Donut und ein Cappuccino. Schaumiger, mein Freund. Oh, warte, wer darf den Cappuccino trinken? Warte. A, nee, du hast A, B. Ey, der gehört mir. Ich. Du hast B. Moment. Du hast Banane. Das ist mein Cappuccino. Du. A, Banane. Ah, nee, du. Yeah. Cappuccino. Oh, du darfst den Donut haben. Yeah. Boah, nein. Du hast sogar einen deiner Nougat-Donut, Alter. Warum hast du eine Maske auf? Ah, ja. Oh, die Maske. Warum liegt dir Stroh ein? Leute, Junge, oh mein Gott. Gönn dir, boah. Ey, warte, erst muss ich trinken. Ah, ja, bevor du das. Wir halten die Reihenfolge ein, ne? Der ist auch heiß bestimmt noch, ne? Boah, Schnauze erstmal verbrennen hier. Ja, wie ist der Schnauze? ist okay. Gönn dir. Würde jetzt on point passen. Gibst du, der wäre jetzt geil, ne? Eigentlich müsste ich den jetzt auch essen, aber wir müssen dann schnell was mit E finden, damit ich was zu essen habe. Boah. Oh mein Gott, gefüllt. Nougat, Alter. Krank. Und noch Mandel. Gönn dir, Bruder, gönn dir. Okay, ich muss schnell was mit E finden. Du spielst den in der Superfrage. Yeah. Danach kommt EF. Ja. Oh, diese Füllung, ne? Die ist unglaublich. So, Leute, neuer Snack. Ich habe hier ein Eierbrötchen, Leute. Sieht echt geil aus. Und ich habe hier eine Fanta, eine grüne, die kenn ich schon gar nicht und die hat keinen Zucker. Ja, das ist so eine Mystery Fanta, ne? Ich bin so gespannt, ne? Okay, ich hau mir jetzt erstmal dieses Brötchen hier rein. Zuerst, ne? Schön die Reihenfolge hier ein. Natürlich. So, Leute, haben wir ein schönes Eierbrötchen. Das ist eigentlich drin noch. Sag mal, ob die Remoulade draufgeschmiert haben, machen ja meistens vom Bäcker. Achso, sind nur Eier drauf. Okay, nur Eier. Wir gönnen uns, Leute. Sieht echt geil aus, das Brötchen. Gut. Mit Remoulade, boah, geil. Meistens, ja, Mann. So, grüne Fanta, noch nie getrunken und kein Zucker. Stabil. Aber es schmeckt das. Sehr süß. Boah, das riecht krass. Gib mal einen Schluck. Apfel im Konzentrat irgendwie noch. Nein. Du musst auf dein Buchstaben warten. Yay! Ich brauche was zu trinken langsam. Ich spiele vernünftig. Was kommt denn als nächstes? A, B, C, D, E, F, G.
G und H. Nee, G und H. Brauch irgendwas zu trinken auf jeden Fall. Brauch was zu essen. Mit G, ne? Brauch irgendwas zu trinken mit G. Was Feines mit G brauch ich. Wir essen und überlegen. Wir lassen uns munden hier. Und dann sehen wir weiter, was geht, Leute. So, ich habe mir jetzt hier ein Wasser Gerolsteiner geholt. Oha, Happy Rainbow. Leute, weiter geht's. Gerolsteiner, gerade gekauft. Erstmal was trinken. Ich habe hier ein Happy Rainbow. Eis, ne? Ja. Mal gucken, sieht fruchtig aus. Gönnen wir uns doch mal hier. Na, wie schmeckt dein Wasser? Schmeckt spannend? Sehr lecker. Sehr nichts. Nice. Oh, oh, das sieht lecker aus. Boah, der riecht aber geil. Was kommt danach? Ich brauche was Deftiges langsam, ne? Ich brauche echt was Deftiges. Mhm. Allein auf den Brötchen habe ich eben schon Augen gemacht. Sind schon nette Snacks, aber so langsam darf es mal deftig werden. Ja, ja. Oh, komm, sehr fruchtig. Okay. Ah ja, I. Oh, für I haben wir einen Ingwer-Shot. Wer ist dran? Bin ich dran? Sehr gesund. Leute, Ingwer-Shot ist zwar sehr gesund, aber das brennt unnormal im Hals. Dieser Ingwer-Shot. Ja, mal gucken, ob das schmeckt. Was ist da? Orange, Zitrone, Kurkuma. Wenigstens sehr gesund. Und Ingwer natürlich. Mhm. Okay, ziehe ich mir jetzt rein. Ah, pur, ne? Geht aber. Durch die Orange eigentlich voll lecker. Nice. Clean. Was haben wir als nächstes? I. J. Leckere. Wer kennt die Leute? Jumpies. Lange ist es her, ich bin dran. Die sind für dich. Die sind immer so hohl von innen. Gaumenschmaus. Die sind geil. Ey, du bist bis jetzt irgendwie die geileren Sachen, habe ich das Gefühl, ne? Ich hab ein bisschen Glück. Jumpies. Ups. Oh, geil. Hopp. Nein. Du bist mir verhandeln, ich krieg auch was von dir. Sack, boah, es ist hart am Regen, was geht ab? Ganz zack, ey. Oh mein Gott. Oh, ich hab ja K was Geiles und zwar. Was denn? Leckeren Käsekuchen. Käsekuchen, Mann. Oh mein Gott. Leute, hier ein riesiger Käsekuchen. Ein richtiger Koloss, ne? Fetter Cheesecake. Ich würde sagen, wir beißen synchron von beiden Seiten ab, da du mir eh was abgeben willst. Wer hat gesagt, dass ich hier was abgebe eigentlich? Das ist der Deal, du hast eben Jumpy Das ist der Deal also? Durch da ein bisschen abkriege. Okay, komm, warte. Auf Romance. Genau, Homo-Basis natürlich. Ehrenhaft, beißen wir. Okay. 1, 2, 3. Oh mein Gott. Leute, Käsekuchen. Lecker, Alter. Immer geil. Ey, der geht immer, ne? Boah. Du liebst auch nochmal Käsekuchen, ne? Käsekuchen? Das war gerade ein Genuss. Zu krass. Mann. Das war ein Gaumenschmaus. Haust du den weg, Alter? Normal. Boah, gönn dir. Krieg schon ein Stück, Alter. Nö. Boah. Boah. Leute. Alles ist so herrlich. Zu lecker, Mann. Regen prasselt, schlecht Käsekuchen, Gaumenschmaus. Jetzt noch ein Cappuccino. Ja, Mann. So, Leute, jetzt geht's zur L. Da hast du hier ein paar Lollis. Oh, ich bin eigentlich nicht so der Lolli-Fan, Leute. Ja, du bist aber ein Lolli, deswegen. Oh, hey. Was Stil ab. Oh, Traubenzucker-Lolli, gönn dir. Aber die sind eigentlich chillig. Ich mag diese anderen weniger. Rein damit. Ich hab mal Bock jetzt auf was Deftiges. Ich glaube, wir fahren mal irgendwo hin und essen was Deftiges. Gucken, wo es was gibt. Gute Idee. Let's go! So, wir sind jetzt hier am Schalter. Genau, wir sind bei Mc's und erste Sache mit M. McFlurry. Smarties natürlich. Wie immer. Ne? Wie immer Standard. Oh, man kann drei Zutaten wählen. Okay, ja. Hinzufügen. Zack, jetzt brauchen wir N. N. Oh, Nuggets. Oh, ja, Mann. Nuggets zählt ja auch. Ja, es zählt. Sechser Nuggets. Geht durch, Leute. Mit süß-sauer. Zack. Oh, brauchen wir noch. Boah. Ja, gibt's nicht Orangensaft oder so? Warte. Getränke. Also Leute, gibt's noch einen Burger mit O. Filet O-Fisch. O-Fisch, ja, könnte zählen. Sieht mager aus. Ich glaube, es wird nur Nuggets bleiben. Aber Oreo, gibt's nicht Oreo? Es gab ein Oreo, Smarties. Dann hol ich mir ein Oreo-Eis, glaube ich. Ja, ist nicht da. Scheiße. Leider nur Nuggets. O für Oreo-Muffin. Hört sich gut an, oder? Hört sehr gut an. Okay, Leute, McFlurry. Mein Lieblingseis. Smarties. Du hast es einfach. Hätte ich mir einfach einen Burger geholt, ne? Ich hab eigentlich gar nicht so Bock auf süß. Ich dachte, ja. Du kriegst das. Hättest du mal vom Voraus gedacht hier. Egal. Ja, trotzdem sehr geil, ne? Hey, das geht immer, ne? Merk, weißt du, noch anders diesmal. Na, abgelaufener Milch bisschen. Oh mein Gott, saure Milch oder was? Nein, so komisch. Aha.
Vielleicht neue Kreation, wer weiß. Muss mir was abgeben von deinen Sachen. Was hab ich denn jetzt? Warte, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Nuggets. M, L. Oh mein Gott. N-Nuggets. Leute, hier drinnen. Leute, Nuggets mit Süß-Sauersoße. Oh mein Gott. Mann. Oha, ey, ein krieg ich. Hau ab, Alter. Du kriegst nichts. Ein krieg ich. Ein, lass dir ein übrig. Oh, das war einer, das war einer. Es ist mit. Ey, ich wollte das essen, Mann! Ich esse das trotzdem. Leute, ich esse das jetzt trotzdem. Leute, Nuggets, McFlurry und McSundae. Boah! Geil? Ja! Voll lecker, Mann! Ah, jetzt bin ich dran. Mit O. Was haben wir denn da? Oreo-Muffin. Mein. Ich hab die ganze Zeit nur süße Sachen, was ist das? Oh mein Gott. Und das ist echt geil. Der ist krass. Leute, das wäre jetzt so ein geiler Nachtisch, ne? Ich mach schon Auge drauf. Aber ich bin auf Diät, deswegen nehme ich nur einen Biss. Den Rest hebe ich mir auf. Okay. Jeden Tag dann ein Bissen, ne? So über 5 Tage. Oh. Lass mal abbeißen, Alter. Nö. Ich spaß mir auf. Leute, guck mal, was wir hier gefunden haben. Popcorn. Oh mein Gott, eine Popcornmaschine mit frischem Popcorn. Oh, salzig oder süß? Süß. Salzig. Ja? Ne, wer hat Popcorn? Wer? Warte. Wir gucken jetzt, wer dran ist und dann ja. Ist süß. Ah, du bist dran. Okay, du hast. Ja. Dann darf ich entscheiden, ich nehme süß. Alles klar. 3 Euro. Süß. Salzig oder süß? Ich bin jetzt gespannt. Soll ich die Tüte nehmen oder was? Ja. Ah? Muss ich die reinstellen oder was? Ich glaube schon. Oh mein Gott, bin ich zu blöd. Achtung, heiß. Was soll ich jetzt sagen? Schau mal, man ist zu dumm und checkt das nicht. Fließt das einfach raus. Ja, da hast du Pech. Einfach Remix. Boah, fresh. Ah, Ibris, kochen Ibris. Popcorn. Oh, da kommen die ersten Popcorn. Heiß und fettig. Das riecht lecker. Boah, wie das riecht, ne? Da kommen die raus. Oh! Ey, der geht voll von daneben. Oh! Betrug! Ey, Betrug! Oh, die ist schon voll! Boah! Ja. Probier mal. Ja, Mann. Ist lecker? Ja. Ich will auch probieren. Wie im Kino, Mann. Frische Popcorn. Hey, was ist du hier? Was soll das? Ja. Hör raus hier, ne? So, endlich Kuh gefunden, und zwar ein Quark einfach. Zeit für meinen Speisequark. Ich bin ein bisschen sauer. Oh. Heute kriege ich alles abgelaufen hier, glaube ich. Egal, wir gucken mal, wie das schmeckt. Bisschen also, langweilig. Aber er ist nicht abgelaufen wahrscheinlich. Aber sehr frisch und erfüllt gut. Das ist gut. Nice. Mal gucken, was es als nächstes für dich gibt, ne? Schauen wir mal. So, der Buchstabe R ist dran. Red Bull gibt's jetzt bei mir. Passt auch, bin eh gerade ein bisschen müde. Und so ein kleiner Booster tut das eigentlich ganz gut. Schön kühl. Rein damit. Leute, für mich gibt es jetzt S. Und zwar ein Smoothie. Ich habe hier diesen pinken Drachenfrucht, Banane, dies, das ist da drin. Also sehr, sehr schmackhaft und gesund. Boah, ich muss unbedingt mein Bart kürzen lassen, Leute. Das ist schon zu viel. So, weiter geht's mit einem schönen Snack. Und zwar Twix Tee ist jetzt bei mir dran. Boah, nice. Das sind diese Mini-Twix. Boah, schön auf die Hand streuen. Ich glaube, heute wird's mal ein kleiner Cheat Day. Auf Specki-Modus angelehnt. Und rein. Boah, ich muss sagen,
noch mehr Gaumenschmaus als die normalen Stangen, also die sind schon lecker. Leute, es ist Zeit für U und dafür gibt's ein Überraschungsei, einfach mit UE geschrieben, weil U war richtig schwer zu finden, irgendein Lebensmittel mit U, deswegen ein Überraschungsei. Wir gönnen uns, Leute. Guck mal, was drin ist. Ein Elefant oder so. Leute, zum Zähneputzen ist es, wenn man hier schwarze Stellen hat, kann man die direkt wegputzen. Jetzt ist bei mir der Buchstabe V dran. Veggie Straws, also glutenfrei und vegan. Sind so, ja, die sehen so aus wie Pommes. Das sind aber, glaube ich, sowas wie Chips oder so, keine Ahnung. Krass, sehen voll genüsslich aus. Boah, schmecken einfach wie Brombeeren. Okay, das ist witzig. Ja, Leute, hier sind einfach verschiedene bunte Sticks oder was auch immer. Ey, wie Brombeeren. Brombeeren oder Brombeeren, ich weiß nicht, wie die heißen. Original wie Brombeeren oder Brombeeren. Wie gesagt, heute ist ein Cheat Day. Die pfeife ich mir rein. Leute, wir kommen langsam dem Ende näher und zwar gibt es jetzt W. Da gibt es was ganz Leckeres und zwar Waffeln. Und nicht irgendwelche Waffeln, sondern belgische Waffeln. Eigentlich meine Lieblingswaffeln. Die sind so lecker. Oh mein Gott, Leute. Hier und mit Schokolade überzogen. Und da sind noch so Zuckerkörner drin. Das ist zu lecker, Leute. Wer den noch nie gegessen hat, unbedingt müsst ihr die mal essen. Belgische Waffeln. Boah, hör mal. Sondern mit Eis oder so. Krank, Leute, krank. So, jetzt wird es hier Zeit für einen Espresso. Den kenne ich noch gar nicht. Bin mal gespannt, wie er schmeckt. Probieren wir mal. Koffeinkick. Mit Vanille sogar noch. Ganz lecker. Das ist übrigens der Buchstabe X. Das X ist hier auch noch schön markiert. Espresso. Hat auf jeden Fall Geschmack. Leute, meine letzte Mahlzeit ist Y-Joghurt-Gums. Ich weiß gar nicht mehr, wie die schmecken. Zum Probieren. Boah, lecker. Alter. Boah, das ist richtig lecker. Leute, jetzt gibt's Z. Da gibt's eine saftige Zitrone für Calvin. Wir gehen mal rüber zu Calvin. Und er muss das letzte essen, und zwar die Zitrone. Lecker. So, mein Freund, freust du dich auf die Zitrone? Leider gibt's noch gefühlt eine Bestrafung. Z. Das pure Fruchtfleisch. Ja, alles Stück ab und das komplett essen. Boah. Geht das eigentlich? Also, ja, normal. Ist ja krass. So, ist gesund, aber ist halt hart, ne? Echt sauer, ey. Weil die Zähne auch nur so rau. Gönn dir. Alter, so. War schon fett, ne? Ja, gönn dir jetzt. Nicht schon bei der Strafe, war das so fett. Das ist doch chillen. So ein dickes Ding hatte ich noch nie an Zitrone. Komm. Oh, das ist richtig groß. Das muss ich machen. Ansage. Alter, Respekt. Nice, Leute. Damit haben wir das Alphabet komplett. Eigentlich easy Challenge, ne? Nice, Respekt. Daumen hoch dafür. Und noch schöne Grüße an Sarah und Stefan. Bam! Auf YouTube abonniert und die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch uns grüßen wollt, das einmal machen und dann uns beiden auf Instagram folgen. Einmal Marfit und mir Kellen Pitti. Dann uns beiden jeweils folgen und das neueste Bild mit Hashtag Glocke aktiv kommentieren, denn Accounts werden wir immer an Außenmeer einblenden. Deswegen das machen und viel Glück. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Peace!